Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um die Übertragung von Gaslastgängen an die Sicherheitsplattform Gas. Durch das Energiesicherungsgesetz habt ihr das ja vielleicht mitbekommen, dass die einerseits historischen Werte für die besonders großen Gasverbraucher und dann auch die täglichen Lastgänge für die großen Gasverbraucher ab 10 Megawatt Leistung an diese Sicherheitsplattform Gas zu übertragen sind. Dahinter steckt der marktgebietsverantwortliche Trading Hub Europe, ne, ehemalige NetConnect und Gaspool. Und die sammeln diese Daten, um weiter zu berechnen, in welcher Gasmangellage wir schlussendlich dann tatsächlich sind. Es gibt jetzt eine Anwendungshilfe des BDW zur Marktkommunikation mit der Sicherheitsplattform. Das ist eine PDF, hat auch nur 8 Seiten, kann man sich also wirklich mal durchlesen. Und hier kommt dann der Hinweis, ne, kurze Exkurs und Rahmenbedingungen, dann Einführungsszenario mit zeitlichen Einschätzungen, wer was wann zu tun hat, dann der eigentliche Use Case. Ihr seht, auch das ist nur 2 Seiten lang, ne, also relativ knapp. Geht auch nur um die Übertragung von Lastgängen, das ist ja etwas absolut Alltägliches. Dann nochmal ein paar Hinweise und das war's dann auch schon. Also Einordnung, es geht halt um die Gasmangellage oder Krise aufgrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Es geht dann darum, dass der Netzbetreiber Gas, seine Gaslastgänge für alle auf der Sicherheitsplattform Gas registrierten Marktlokationen, die haben in der Regel eine Anschlussleistung von mehr als 10 Megawatt, an die Sicherheitsplattform dann auch übertragen soll. Dabei unterscheiden wir einerseits die, und das ist nämlich hier der zweite Punkt, im Dezember irgendwann die einmalige Übermittlung von historischen Daten vom 1. Februar 18 bis 31. Oktober 22 auf Basis des Abrechnungsbrennwertes und dann, sobald sie vorliegen, noch die Nachmeldung der November-Lastgänge auf Basis des Abrechnungsbrennwertes, also des echten gemessenen Brennwertes, sobald also diese Werte verfügbar sind. Das ist also einmal die historische Übermittlung. Wenn es einen Netzbetreiberwechsel in der Zeit mal gab, dann muss ich eben die Werte, ab wann ich sie selbst gemessen habe, übertragen. Wenn es einen Alt-Netzbetreiber dann noch gibt, muss der die in seiner Verantwortung liegenden Zeiträume übertragen und ich muss die Kommunikation zu ihm starten und sagen, hey, du musst das mal bitte machen. Das steht auch weiter unten nochmal. Das ist der eine Punkt der historischen Datenübertragung. Dann, ab dem 15. Dezember, gibt es noch die tägliche Übermittlung von Lastgängen für den jeweiligen Vortag auf Basis des Bilanzierungsbrennwertes. Weil es ja noch nicht den echten Abrechnungsbrennwert gibt, wird der Bilanzierungsbrennwert genommen. Der ist praktisch prognostiziert auf Basis der Vergangenheitserkenntnisse. Am 15. wird außerdem einmal die Historie vom 1. bis 13. gesammelt übertragen und dann eben auch der Vortageswert. Also am 15. wird einmal Sammlung 1. bis 13. und Vortageswert 14. Dezember übertragen. Dann am 16. werden die Werte vom 15. übertragen und so weiter. Das Ganze ergibt sich aus der Gas-SV und der ENSIG. Wie gesagt, Energiesicherheitsgesetz haben wir ja mitbekommen und SV müsste die Sicherheitsverordnung Gas sein. Ich werde mal auf jeden Fall auch nochmal verlinken können in der Videobeschreibung. Es gibt schlussendlich hier nochmal den Hinweis, es betrifft halt knapp 3.000 oder gut 2.500 Großverbraucher im Gasbereich. Da sind jetzt nicht unbedingt alle Netzbetreiber betroffen, aber jeder, der eine dieser größeren Anlagen hat, der muss diese Marktkommunikation dann umsetzen. Am 17. November hat die Bundesnetzagentur dazu schon mal was veröffentlicht, ist ja auch verlinkt, kann man sich anschauen. Am 18. November genau diese Veröffentlichung hier von BDW und die MS-Cons-Veröffentlichung. Bis zum 30. November wird Trading Hub Europe nochmal veröffentlichen, welche Marktlokationen hier jetzt betroffen sind und dementsprechend kann man als Netzbetreiber dann auch nochmal nachvollziehen, muss ich das berücksichtigen, muss ich hier was übersenden. Im Dezember dann also wie gesagt die historischen Werte und am 15. Dezember die tagesaktuellen Werte. Der Prozess als solcher, relativ klar, Netzbetreiber und Marktgebietsverantwortlicher kommunizieren hier miteinander und jetzt wird es richtig komplex, es wird genau ein Prozessschritt, nämlich man überträgt den Lastgang. Hier immer wie üblich unverzüglich bis 13 Uhr für die Werte vom Vortag. Der Marktgebietsverantwortliche wird die betroffenen Netzbetreiber nochmal kontaktieren, um den konkreten Zeitraum für die Übermittlung der historischen Daten auszumachen, denn das Ganze soll ein bisschen, hier soll die Last verteilt werden. Das heißt, es wird dann einfach nochmal miteinander gesprochen, ne? Entzerrung des Datenverkehrs, dass man
manche eben etwas früher und manche etwas später die historischen Werte übertragen sollen. Genau, hier nochmal der Hinweis mit dem Netzbetreiberwechsel, dass da der Abstimmungsprozess mit dem Netzbetreiber alt zu machen ist. Und dann Hinweise zu den Datenformaten. Das ist nicht uninteressant, denn es gibt eine Sonderveröffentlichung der MS-Cons, die hier dann auch diese Anpassung berücksichtigt. Für die historischen Werte wird keine AHB-Prüfung durchgeführt. Das heißt, nach aktuellem AHB-Stand soll das also übertragen werden. Fertig, aus. Alles klar. Dafür gehen wir zu EDIAT Energy. Gehen in die zukünftig gültigen Dokumente und scrollen bis zur MS-Cons. Und dann haben wir nämlich hier die außerordentliche Veröffentlichung 3.1a, die zum 1. Dezember bis Ende März 2023 gültig sein wird. Das ist also wirklich dazwischen geschoben. Und dann würden wir ja, wie eigentlich bekannt, die wirkliche Neufassung zum April 2023 bekommen. Zum April 2023 gibt es ja einige Neufassungen. Da ist hier natürlich die MS-Cons mit betroffen. Uns interessiert uns also die Dezember-Variante. Und da ist es dann relativ einfach. Ich suche einfach mal nach MGV innerhalb des gesamten Dokuments und gehe gleich mal runter in die Änderungshistorie. Hier stand halt ursprünglich Zeile nicht vorhanden, dann Zeile vorhanden. Es geht um Gas. Das ist Betreiber an Marktgebietsverantwortlicher. Einstündige Lastgänge im Gasbereich normal, die Stundenwerte. Und dabei ist die Marktlokation anzugeben. Hier nochmal kurz erklärt, auf Grundlage des Dokuments, in dem wir gerade waren. Und wenn ich weitersuche, sehe ich auch nur, dass das nochmal bei Bedingungen steht. Das ist dann also rund um hier die Marktlokationsangabe und rund um die Mengenangabe. Öfter kommt MGV hier also nicht vor. Ne? Hier, das ist diese eine neue Zeile, die wir aus der Änderungshistorie gerade gesehen haben. Es gibt also diesen Fall, Netzbetreiber an Marktgebietsverantwortlicher. Und dann sehen wir hier in einer Darstellung, wie Lastgänge zu übertragen sind. Und dann haben wir hier die Bedingung bei der Marktlokationsbezeichnung, ne, Lok 172, da kommt dann die Malo rein in unserem Fall. Und hier bei den Prognosewerten, vorläufigen Werten, da geben wir auch entsprechend das an, je nach Bedingungsfall, hier die 141 ist der MGV. Genau. Und das war's schon. Wenn ich dann wieder weitergehe, bin ich bereits hier wieder in der Änderungshistorie. Das war's also. Viel mehr ist hier gar nicht zu beachten. Rein technisch ist die Übertragung der Lastgänge hier also so wie immer zu machen, nur eben jetzt an dem MGV, das ist ja eine Besonderheit. Das ist zu machen für die, wie wir es hier oben gesehen hatten, für die 2700 größten Gasverbraucher, also ungefähr. Das wird also vermutlich nicht ganz alle Netzbetreiber im Gasbereich betreffen, aber doch relativ viele. Die haben einmal die Historie zu übertragen an THE und dann nochmal die tagesaktuellen oder die Vortageswerte ab Mitte Dezember. Und dann wird auf dieser Grundlage die Sicherheitsplattform GAS, die man sich hier auch weiter anschauen kann, erkannt, in welcher Lage wir gerade in Deutschland sind, was den Gasverbrauch und die Gaslage, die Gasmangellage auch angeht, und können auf diese Art und Weise besser planen, wie da im Weiteren auch mit umzugehen ist, insbesondere dann wieder für den nächsten Winter, der ja dann von 23 auf 24 theoretisch auch nochmal eine Gasmangellage wirklich sehr, sehr stark haben könnte. Das werden wir dann nochmal sehen. Okay, das ist es im Großen und Ganzen. Also wer sich die Dokumente anschauen will, wir verlinken dieses Dokument natürlich unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, dann schreibt die gerne unten in die Kommentare. Liked das Video und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr auch die nächsten Videos nicht verpasst. Und dann wie immer bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.